Herleitung der Resonanzfrequenz F Resonanz. Als erstes schauen wir uns die Grundlagen an. Wir haben hier eine Parallelschaltung und eine Serienschaltung. Bei der Parallelschaltung wissen wir, dass alle Komponenten an der gleichen Spannung liegen und sich der Strom aufteilen wird. Bei der Serienschaltung wissen wir, dass durch die gesamte Schaltung der gleiche Strom fließen wird und sich die Spannung entsprechend aufteilen wird. Zwischen Induktivität und Kondensator herrscht eine 180-gradige Phasenverschiebung. Das heißt, die Ströme und die Spannungen schauen vektorell genau in die entgegengesetzte Richtung. Wenn wir uns jetzt überlegen, wann tritt eine Resonanzfrequenz auf und was bedeutet es überhaupt? Bei der Resonanzfrequenz können wir sagen, dass sich die Blindwerte aufheben. Die Blindwerte heben sich dann auf, wenn XL gleich groß ist wie XC. Auch bei der Serienschaltung ist die gleiche Betrachtung. Wann sind die Spannungen, die hier anliegen, gleich groß, wenn XL gleich groß ist wie XC? Das ist unsere Ausgangsbasis für die Herleitung. Wir können hier noch herschreiben, bei der Parallelschaltung haben wir eine sogenannte Stromresonanz und bei der Parallelschaltung eine Spannungsresonanz. Ausgangsbasis, wie gesagt, XL ist gleich groß wie XC. XL, der induktive Blindwiderstand, XC, der kapazitive Blindwiderstand. Wir schreiben die Formen für diese Blindwiderstände auf. XL ist 2 mal Pi mal F mal L. Das wiederum ist gleich, da muss ich einen Bruchstrich machen, 1 durch 2 mal Pi mal F mal C. Hier sehen wir die Frequenzdämmung und diese versuchen wir jetzt auf eine Seite zu bringen. Erster Schritt mal F. Das heißt, wir bringen diese Frequenz auf die andere Seite. Dann lautet die Formel folgendermaßen. 2 mal Pi mal F zum Quadrat, weil F mal F zum Quadrat ist, mal L ist gleich 1 durch 2 mal Pi mal C. Das F ist jetzt auf der anderen Seite. Jetzt holen wir uns 2 mal Pi und L auf die andere Seite runter. Also durch 2 mal Pi mal L. Auf der linken Seite bleibt über F zum Quadrat ist gleich 1 durch 2, lösen wir es gleich auf, 2 mal 2 ist 4, Pi mal Pi ist Pi zum Quadrat, mal L mal C. Jetzt stört uns in gewisser Weise noch das Quadrat, also ziehen wir im Prinzip die Wurzel auf beiden Seiten. Und jetzt haben wir hier stehen, F Resonanz ist gleich 1 durch die Wurzel aus 4 ist 2, die Wurzel aus Pi zum Quadrat ist Pi und hier bleibt noch stehen L mal C. Und das ist die Formel für die Resonanzfrequenz. Also wir sehen schon, die Blindwerte heben sich auf. Das passiert bei einer speziellen Frequenz, bei der sogenannten Resonanzfrequenz. Und das ist die Formel für die Resonanzfrequenz. Und hier setzen wir L mal C, die Induktivität und die Kapazität ein. Das war im Wesentlichen die Herleitung der Resonanzfrequenz. Wer Fragen hat, weiß, wie er mich erreichen kann. Ansonsten wünsche ich gutes Gelingen beim Anwenden und Herleiten der Resonanzfrequenz.